So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute hier bei mir auf dem Tisch der niegelnagelneue Laubfrosch von Frank aka Tellman. Ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, ich habe schon einige Videos von ihm, über ihn und vor allem von seinen Skulpturen gemacht, die also wirklich lebensnah nicht sein können. Tellman ist kein Profi, aber semi-professionell unterwegs, soll heißen, er hat Skulpturieren, er hat dieses Bemalen niemals gelernt, er macht es rein nur aus Spaß an der Freude, hat dadurch aber auch schon einige Modelle geschaffen, die ihr in Museen bestaunen könnt, gerade was Amphibien, Reptilien oder auch mal eine Fledermaus angeht, denn es gibt nur wirklich sehr wenig Hersteller im professionellen Bereich, die diese Qualität hier auch nur annähernd so hinkriegen, wie Tellman hier das macht. Also ich finde es irre. Vor allem, ich sag's dir nochmal, selbst modelliert und auch selbst bemalt. Also das sind schon großartige Geschichten. Und er setzt sich dahin und schickt mir diese wunderbaren Stücke, damit ich es euch hier auf dem Kanal vorstellen kann. Nicht aus Werbezwecken oder sonst irgendwie was. Nein, er sagt immer, Rupi, ich habe so viel Spaß an deinen Videos, ich möchte dir die Sachen einfach schenken. Ja, und ihr wisst, ich habe schon einiges von ihm vorgestellt, angefangen bei einem Feuersalamander, Seefrosch, Kreuzkröte, Erdkröte, Moorfrösche und als nächstes kommt hier auch noch eine Rotbauchunke. Dieser Laubfrosch, wie schon gesagt, ein ganz neues Modell. Es gibt ein älteres Video auf seinem Kanal, den verlinke ich übrigens auch unter diesem Video in der Infobox, wo er teilweise Pranks gemacht hat bei einem bekannten Zoohändler. Den Ausschnitt werde ich euch übrigens am Ende des Videos nochmal mit reinschneiden. Da hat er unter anderem einen Laubfrosch genommen, hat ihn sich auf die Stirn geklebt, ist einfach so durch die Terrarienabteilung gelaufen und hat so die Reaktion der Leute eingefangen. Huch, was ist das? Dem klebt ein Laubfrosch auf der Stirn. Und das merkt er nicht. Wie kann sowas passieren? Ja, das war ein Gummilaubfrosch. Das war übrigens das erste Modell, was er von einem Laubfrosch gemacht hat. Ich werde auch noch Bilder zusätzlich mit einfügen von diesem ersten Modell. Da hat er auch diesen neuen hier daneben gesetzt, damit er einfach auch mal den Größenunterschied sieht und vor allem auch die Qualität. Also auch da hat er sich weiterentwickelt. Ich fand den ersten schon ja toll zur damaligen Zeit und den neuen hier, den finde ich einfach nur fantastisch. Ist größer, realistischer von den Proportionen, auch die Haltung der Gliedmaßen, wie er da sitzt. Also es ist unfassbar gut gelungen. An dieser Stelle muss ich aber auch anmerken, momentan geht es ihm nicht ganz so gut. Sprich, alles sehr anstrengend, was er gerade macht, was er handhaben möchte. Aber er hat sich trotzdem hingesetzt und mir diese Rotbauchunke und eben hier heute den Laubfrosch gemacht. Das rechne ich dir so dermaßen an. Also vielen, vielen lieben Dank gleich nochmal an dieser Stelle. Ich hatte ja schon ganz grobes Unboxing gemacht. Da konntet ihr die beiden Geschichten schon sehen. Und jetzt wollte ich hier heute nochmal ein bisschen genauer, näher auf diesen Laubfrosch eingehen. Zumal er hier auch noch, er ist ja immer am Experimentieren. Ja, er optimiert alles immer noch mehr und hat sich gedacht, Mensch, bei dem Laubfrosch, da mache ich nicht nur einfach so eine kleine normale Base, wie ich es immer mache dazu, sondern ich glaube, ich probiere mich da mal an einer Pflanze, die er auch selbst gemacht hat. Die Blätter hat er sich besorgt, aber den Rest hat er selbst gemacht. Das werde ich auch noch gleich hier euch zeigen. Es ist nur ein Versuch, es ist das erste seiner Art und ich habe die Ehre, das hier zu zeigen. Ist doch Wahnsinn. Und vor allem, er versucht halt immer noch natürlicher, noch realistischer zu werden. Die Pflanze hier, ich sag's nochmal, ist einfach mal ein Versuch. Und vor allem auch der Versuch, wie es wirkt, wenn der Laubfrosch dann entsprechend auf einem Blatt sitzt. Dazu ist er hergegangen und hat dem Laubfrosch hier einen kleinen Magneten an den Bauch gemacht und auch auf das Blatt einen Gegenpol befestigt, wo ich den Laubfrosch dann entsprechend hinmachen kann. Wie das funktioniert, ob es funktioniert, das werden wir im Laufe dieses Videos sehen. Also das einfach hier kurz als Vorwort mit auf den Weg für diesen kleinen, wunderschön gemachten Laubfrosch. Ja, dann lasst uns den hier noch ein bisschen mehr aus der Nähe anschauen. Und dazu wünsche ich euch wie immer viel Spaß mit diesem Video. So, ich habe den kleinen Kerl hier jetzt mal einfach da drauf gesetzt. Und als erstes schauen wir uns mal die Größe an.
ist Lebensgröße. Dieser kleine Kerl hier hat eine Länge von circa 4,7 cm. Was die Proportion angeht, die Bemalung, der Farbton, auch der Farbton kann sich verändern, selbstverständlich. Laubfrösche können ein bisschen die Farbe wechseln. Das ist schon also wirklich absolut fantastisch geworden. Und wir kriegen hier in dieser kauernden Stellung eine Höhe von circa 1,5 cm. So, ist ein wonniges Kerlchen, ja, hat ganz schön sich was angefuttert oder hat sich einfach ein bisschen aufgeblustert. Aber ihr seht rein schon vom Modell hier die beiden Höcker links und rechts. Die Beine haben eine leicht unterschiedliche Stellung. Also eine absolut natürliche Haltung. So kauern sich diese kleinen Baumfrösche an Ästen oder auf Blättern fest. Und das ist mehr oder weniger so eine Ruhepose, die der hier eingenommen hat. Eine wunderschöne Zeichnung. Das Grün hat er perfekt getroffen. Ja, auch der Glanz ist wirklich fantastisch. Er hat es nicht übertrieben glänzend gemacht. Er hat so einen matten Glanzlack drüber gesprüht. Und das ist, also, es ist einfach nur top. Auch wie dieses Braun hier hinten an den Schenkel noch ein bisschen hochguckt mit dieser weißen Umrandung. Wunderschön geworden. Und die Füßchen hier unten, die Zehen, haben ja auch wieder ein bisschen eine andere Farbe. Geht so in Beige rein, das hat er hier auch schön gemacht. Allerdings sieht man hier leider nicht, und das denke ich mal, liegt gerade an seinem Gesundheitszustand, die feinen, kleinen, typischen Laubfroschzehen, die vorn abgerundet sind, mit denen diese Frösche hier an allen möglichen Flächen anhaften können. So, die Augen hat er hier gold bemalt, eine schwarze Pupille. Er hat auch noch einen schön glänzenden Lack drüber gemacht. Leider Gottes ist das Schwarz unter dem Lack ein bisschen zerflossen. Aber das ist jetzt wirklich Kritik auf dem höchsten Niveau. Der Glanz macht es auch ein bisschen so, dass das Schwarz ein bisschen überspiegelt. Was ist das für ein Wort? Egal, wie auch immer. Aber ihr seht, das Auge an für sich schön gesetzt, und hier dieser Strich, der variieren kann, fängt hier vorne schon an den Nasenlöchern an, zieht sich mehr oder weniger über das Auge und geht dann hier an der Seite entlang, und drüber ist auch noch so ein ganz schwacher, auch das variiert, weißer Strich, so eine Outline, die hier an der schwarzen Kante entlang geht. Und die verschwindet hier hinten am Schenkel und guckt aber hier oben dann noch ganz leicht raus. Auch die Beine, die Füßchen hat er nett gemacht. Man kann es schön erkennen. Das Material ist, glaube ich, Silikon oder so Naturkautschuk. Weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Tellman, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ihr seht auch, die Beine hier haben unterschiedliche Stellung. Das hier geht ein bisschen weiter nach oben, das hier ist ein bisschen flacher nach unten auf dem Boden. Das gefällt mir sehr gut, wirkt also echt alles sehr natürlich. Auch hier der Fleck wunderbar gemacht mit einer ganz zarten weißen Outline. Also großartig, auch nicht irgendwie so hart abgeschlossen, sondern alles so ein ganz leichter Verlauf. Gefällt mir richtig gut. Und ihr seht, unter diesem dunklen Strich geht es dann in diesem anderen Ton weiter. Auch das hier wunderbar gemacht. So, hier haben wir das andere Auge, auch hier Gold mit Schwarz. Auch das ist hier ein bisschen zerflossen. Aber ihr seht ja, sobald ich ein bisschen weiter weggehe, fällt es überhaupt nicht mehr auf. Also der wirkt wirklich wie echt. Auch wie die vorderen Gliedmaßen so quasi überkreuzt sind. Es ist, also genau so findet ihr es in der Natur. Hier sind die Details ein bisschen flöten gegangen, kaputt gegangen, weil auch dieses Modell eines der ersten Versuche ist. Ich glaube, das zweite Exemplar, was er entsprechend gefertigt und bemalt hat. Aber wie schon gesagt, ihr seht es eigentlich nur so nah, und wenn es ein bisschen weiter weg ist, fällt es überhaupt nicht auf. Also wenn dieses kleine Kerlchen vor euch sitzt, dann denkt ihr, das ist echt. Das ist der absolute Wahnsinn. Wunderschön gemacht von den Farben her, von den Proportionen her. Die hockende, die kauernde Stellung, also wirklich fantastisch gemacht. Wunderschönes Stück. Also nochmal vielen herzlichen Dank an dieser Stelle fürs Schicken. Der Wahnsinn. Ne, hier seht ihr auch schön die Haltung von den Beinen hinten. Das hier ist etwas angehoben, das hier ist ein bisschen flacher. Schön. Also natürlicher kann man was eigentlich gar nicht darstellen. Drück dir die Daumen, mein Lieber, dass du ganz schnell wieder oben auf bist, und dann werden die Geschichten hier auch perfekt werden, das weiß ich. Wer die anderen Amphibien hier auf meinem Kanal gesehen hat, der weiß, was er hinkriegt, wenn er richtig gut drauf ist, und das ist wirklich an Realismus nicht zu übertreffen. Ich kann mich nur noch mal wiederholen. Toll, wunderschönes Stück.
Und von den Farben her, also ein absoluter Hingucker, ne? Der Hammer. Und es wird halt besonders deutlich, wenn er mal irgendwie was Realistisches nimmt. Ich habe jetzt hier diesen Zweig, den ich öfters mal nehme. Und es dann einfach einigermaßen irgendwo positioniert. Und ihr seht, wie er da auf diesem Ast sitzt. Und das ist doch absoluter Fotorealismus. Guckt euch das an. Wahnsinn, Wahnsinn, ne? Also das ist schon der Oberknaller. Wunderschön. Und da schickt er mir auch noch, ne? Ich freue mich auch, dass wir so über die Zeit so einen dermaßen netten Kontakt jetzt miteinander haben. Wir schreiben uns gerade echt fast täglich, weil es gibt halt auch immer viel zu erzählen. Auch er ist Sammler, hat einiges an Figuren bei sich zu Hause. Ein Video dazu habe ich ebenfalls schon auf meinem Kanal hier veröffentlicht. Also guckt euch das an. Wahnsinn, ne? So, und jetzt bin ich natürlich umso mehr gespannt, wie der kleine Kerl hier auf der Pflanze wirkt, die er mir hier mit dazu geschickt hat. Die schauen wir uns jetzt hier auch gleich an. Guckt euch das an, wenn er hier auf der Hand sitzt. Ist da auch nur Weltklasse, oder? Also wunderschönes Stück. Wenn er nicht ganz nah vor der Kamera hockt, sieht das alles unglaublich realistisch aus. Wenn er das Ding hier nimmt und in eine Vitrine setzt oder auf den Boden legt, jeder denkt, da sitzt ein echter Laubfrosch. Wunderschön. Ich liebe unsere Laubfrösche. Das hier ist ein europäischer Laubfrosch, klar. Ich bin froh, dass es diese Kerlchen hier bei uns auch noch zuhauf gibt. Ein absolutes Träumchen. Wunderschön. So, jetzt schauen wir uns mal die Pflanze an. So, bei der Pflanze habe ich das Problem, dass sie ordentlich bröselt, denn er macht diese Base immer aus Gips und macht dann richtige Erde drauf. Das ist super für ein Museum und so weiter und so fort. Wirkt halt absolut realistisch. Auch da ist er eigentlich immer am Experimentieren, am Probieren, wie er das noch ein bisschen besser machen kann, ausgefeilter. Wobei die Natur eigentlich nichts ersetzen kann, ganz klar. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, man kann so eine Base vielleicht auch farblich, also nur mit Farben, einigermaßen realistisch darstellen. Aber der Aufwand ist natürlich auch entsprechend größer. Übrigens, die weißen, die hellen Stellen haben jetzt hier tatsächlich nachgedunkelt, mein Lieber, wie du hier siehst, ne? Also als ich das ausgepackt habe, da war das alles noch relativ frisch und jetzt hat es absolut nachgedunkelt. Super, ne? Das hier war nämlich alles weiß und schmierig. Jetzt sieht man es gar nicht mehr. Jetzt glänzt es. Also sieht doch klasse aus. So, dann gehe ich jetzt mal hoch mit der Kamera, beziehungsweise versuche mal, das ganz aufs Bild zu kriegen. Diese Blätter hat er sich besorgt. Das waren jetzt, ja, zu Corona-Zeiten ist immer ein bisschen schwierig. Das waren so die realistischen Blätter, die er hier bekommen hat. Er hat sie auch teilweise noch ein bisschen schmutzig gemacht, was ja auch realistisch ist, gerade wenn das hier neben einem Teich steht. Wenn da ab und zu eine Ente vorbeischrappt oder so irgendwie was. Den Aufbau hier hat er auch modelliert, hat er selber gemacht. Ja, auch ein bisschen Schmutz hier zu finden. Ah, klasse. Und da können wir an eine Stelle den Laubfrosch hinmachen. Und zwar hier. Ich hole es mal näher vor die Kamera. Seht ihr das? Hier hat er so ein kleines Stückchen Blech oder Metall hingeklebt. Und unser Laubfrosch, habe ich jetzt gar nicht gezeigt, der hat hier unten so einen kleinen Magneten. Den Magneten hat er mal verraten, hat er von einem Lautsprecher. Und den hat er hier mit einer Schraube dran gedreht. Und den können wir dann hier entsprechend draufsetzen. Also ihr seht schon, wir haben hier ganz einfache, ja, Seitenblätter mit so einem Plastik-Blattader-Gedöns. Ne? Hier sieht man es noch ein bisschen besser. So sehen die von unten aus. Gibt es natürlich auch realistischer. Da gibt es teilweise einen Draht, der dann hier in diesen Stoff reingeht. Und da muss man so Sachen nicht aufkleben. Aber wie schon gesagt, das ist das, was er jetzt halt gerade so bekommen hat. Ich finde es ja überhaupt lieb, man setzt sich hin und bastelt es hier zusammen, einfach mal als Versuch, und das schickt er mir ja dann auch noch, ne? Ist doch der Wahnsinn. Aber so auf den ersten Blick sieht doch das klasse aus, schöne Pflanze. Ist jetzt saublöd mit diesem Deckel hier drunter, aber meine Platte ist ein bisschen empfindlich und wenn da so kleine Steinchen drauf gehen und reiben, dann kriege ich hier einfach Streifen rein und das wäre nicht ganz so schön. Aber nur damit ihr es mal hier seht, ich werde es natürlich noch sauber am Ende des Videos in 360 Grad drehen lassen, damit ihr das nochmal ohne den Aufsteller hier seht. Er hat extra Noppen an die Base unten hingemacht, aber so sieht das Ganze aus und an eins von diesen Blättern kommt dann unser Laubfrosch drauf, dann seht ihr mal,
wie das wirkt und vor allem, wie gut getarnt Laubfrösche eigentlich sind. Man muss also echt gut gucken, wenn man die sucht. Wenn die auf Blättern sitzen oder an den Stängeln hier von den Pflanzen dran, man sieht sie meistens erst auf den dritten Blick. So gut sind die Kerlchen hier getarnt. Aber finde ich super, hat auch echt schön gemacht. Also das ist echt schon ein Museumsstück. Das kann man anders gar nicht sagen. Ne? So, jetzt schauen wir mal, ob der kleine Laubi hier auch hält. Ja, er hält. Guckt euch das an. Ich setze mal ein bisschen andersrum, so zum Beispiel. Dann sieht man auch wieder schon ein bisschen besser. Das sieht doch einfach nur hammermäßig aus, oder? Also ich finde es knaller. Ich finde es wirklich knaller. So hat er ein bisschen Halt, fällt nicht gleich runter. Wunderschön, wirkt absolut natürlich. Wow. Also bin wirklich geflasht. Super gemacht. Super gemacht. Das ist einfach nur der Knaller. Ne? Schaut euch das an. Bombig. Ja, also ich werde es jetzt hier nochmal in 360 Grad filmen. Könnt ihr es euch nochmal in aller Ruhe ohne meine Finger anschauen. Den Laubfrosch habe ich ja schon aus der Nähe hier am Anfang gezeigt. Ich brauche echt einen neuen kleinen Drehteller, weil mich stört immer den Rand, den man da sieht. Ich habe immer gern einen komplett schwarzen Hintergrund. Also ich werde es nochmal sowohl die Base, den Boden, als auch natürlich Laubfrosch, das ganze Mini-Bäumchen, Buschstrauch hier drehen lassen und kann mich an dieser Stelle nur nochmal zigtausendmal bedanken für dieses wunderschöne Arrangement. Der wirklich fantastisch gelungene Laubfrosch und der erste Versuch mit diesem goldigen kleinen Strauch hier. Gut, dann noch viel Spaß beim Anschauen. Wie schon gesagt, am Ende des Videos auch noch der Prank in dem Zoo-Geschäft und ein paar Bilder, wie dieser kleine Kerl hier entstanden ist. Ja, damit bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz viele liebe Grüße an dich, mein lieber Frank aka Tellman. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay!
Hallo Leute, Tellman hier. Ja, ich habe diesmal Aufnahmen gemacht bei Zozajak in Duisburg-Neumühl. Und das ist diesmal ein Prank-Video. Und bin dann mal zur Terrarienabteilung gegangen. Und ihr kennt ja sicher, dass man manchmal was im Gesicht hängen hat. Ein Krümel oder so. Und man merkt es überhaupt gar nicht. Aber wie sieht's aus, wenn man einfach bei den Terrarien rumläuft, sich für die Tiere interessiert, einfach so an den Scheiben guckt und dabei sitzt ein Laubfrosch auf der Stirn und man merkt es nicht einmal. Aber könnt ihr ja wieder sehen, was passiert.